Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum A40 Simulator 2000 und wann auch immer dieses Spiel rausgekommen ist. Willkommen auf der rechten Spur der A40 an allen Tagen ab 10 Uhr. Willkommen zu Prison Architect in der Staffel Nummer 6, glaube ich. Und willkommen zu unserer Folge Nummer 67, in der wir mittlerweile angekommen sein sollten. Momentan sind wir hier noch fleißig im Bau, was den Ausbau und Einbau unserer kleinen Technik hier vorne betrifft. Wir haben in der letzten Episode angefangen, die Stromverkabelung für diesen Trakt vorzubereiten, zumindest für die Küche und Kantine. Alles andere hält sich ja noch ein bisschen in Grenzen. Dummerweise sind unser Personal auch immer noch nicht schlauer geworden und hat bedauerlicherweise überall diese dämlichen Gefängnistüren und Einzelhaftstüren eingebaut, bevor wir in den Genuss gekommen sind, hier vorne irgendetwas nutzen zu können. Ich werde deswegen mal eben die Chance nutzen und einzelne Zellen hier vorne schon mal als einzelhaft ausweisen, damit die Türen automatisch offen sind. Falls sich jemand fragt, wofür wir so viel Geld ausgeben, es geht um die Bäume. Hier unten sind die Bäume wieder fertig geworden. Wir haben ein recht hohes Gefahrenlevel zurzeit. Ich wüsste gerne warum. Wir haben eigentlich keine allzu große problematische Gefahrenlage. Vor kurzem ungründlich. 3 Bandmitglieder sind wütend. Aufrührer wird bestraft. Ah, ich verstehe. Ich habe in die Kommentare lesen dürfen, dass wir Bandenmitglieder im normalen Sicherheitstrakt haben. Da ist doch einiges durchgerutscht anscheinend und ich sehe wo, da unten vor allen Dingen, ne? Genau, das heißt, wir werden jetzt hier unten uns in die Situation begeben müssen, diese Bandenmitglieder zu entsorgen. Der rote hier vorne und natürlich hier unten ist auch irgendjemand Bandenmitglied, den ich jetzt aber erstmal suchen muss. Das ist er hier und er darf mal eben in den hohen Sicherheitstrakt. Der ist auch recht wütend, so wie es aussieht. Das heißt, er darf sich natürlich sofort verabschieden. Hier vorne sitzt der vom höchsten Sicherheitsklotz der Erde und darf sich natürlich auch darüber freuen, dass er dort in diesem Knasttrakt festsitzt. Ansonsten ist im normalen Sicherheitstrakt kein Bandenmitglied mehr übrig geblieben. Das ist angenehm, weil ansonsten hätten wir ein Problem. Ja, hier unten wird es vermutlich gerade schon eine kleine Schlägerei geben. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Immerhin ist das Bedürfnis nach Essen gleich weg, was ich jetzt aber gar nicht mal so groß war. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir da zum großen Problem kommen würden. Ich möchte gerne in naher Zukunft ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das Geld ist recht gut investiert. Denn währenddessen wir diesen Trakt hier vorne bauen, möchte ich ganz gerne einmal in die Programme gehen und in die Feststellung kommen, dass wir vielleicht, wir werden hier oben drauf gehen und ich würde ganz gerne Taser-Ausgabe endlich mal freischalten, weil ich glaube, das wird dringend nötig, meine Damen und Herren. Ansonsten können wir auch hier mal ein bisschen Geld, eigentlich können wir hier mal so ein paar Dinge, in Auftrag geben. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten ein bisschen bessere finanzielle Unterstützung hier überall. Das heißt, es macht für mich durchaus auch Sinn, dort ein bisschen in die Zukunft zu investieren. Wir haben hier ansonsten alles soweit klar geregelt. Wir brauchen natürlich noch einmal diesen Kaltwasseranschluss, der hier vorne ebenfalls sich mit diesen Teilen hier oben kümmern darf oder der sich da oben mit verbinden darf. Wir haben dann hier vorne irgendwann auch hoffentlich die Chance, dass hier mal Türen reinkommen und Wände reinkommen und diese Einzelhaftzellen sind natürlich auch alle noch immer nur für Personal, auch wenn das Spiel das einfach nicht verstehen möchte. Nein, nur für Personal. So, es wird natürlich fleißig weitergebaut. Wir haben Gott sei Dank irgendwann auch mal Boden in der Küche drin, was das Ganze dann keine bodenlose Frechheit mehr sein lässt. Ach du grüne Güte. Und dafür sorgen lässt, dass das Ganze hier funktioniert. Ich habe hier die Türen anscheinend völlig falsch rum eingebaut und diese Gefängnistür geht auch nach da auf. Dann kannst du sie auch wieder abreißen. Entschuldigung, mein Fehler wird korrigiert, sobald es geht. Hier vorne diese Gefängnistür natürlich auch standardmäßig auf offen. Und was auch immer diese Leute hier oben drin machen, ich weiß es nicht. Ihr seid nicht hier zugelassen. Ist das denn so schwierig immer? Ich hasse es, dass das Spiel das einfach nicht lernt. Aber meinetwegen. Ich meine, es macht auch eigentlich keinen Unterschied, ob die da schon frei sind oder nicht. Ist eigentlich scheißegal. Aber ich möchte es ja eigentlich trotzdem recht ordentlich haben. So, wie sieht's aus? Hier vorne wird gerade auch schon fleißig gebaut. Hier vorne fehlt noch die Lampe, die wir ja schon angesprochen hatten. Und ansonsten, ja, hier vorne die Tür einmal rausbauen wäre ganz wunderbar. Und dann geht ihn bitte danach nach oben auf. Kannst sie direkt an der gleichen Stelle wieder einbauen, wenn ihr denn Zeit dazu habt. Selbstverständlich geht es momentan hauptsächlich um die Küche, dass die irgendwann in 100 Jahren mal fertig wird. Ist ja momentan die größte Herausforderung von all dem. Da oben kommen die Waschbecken rein und es wird langsam, aber sicher irgendwann fertig. Ich meine, es dauert vielleicht nur noch 30 Jahre, vielleicht auch nur noch 40, aber in 45 Jahren ist es fertig. Vielleicht. So, die Gefängnistür hier vorne kann auch schon abgearbeitet werden und dann können wir damit sagen, jawohl, da kannst du direkt die nächste hinbauen. Die hier mache ich natürlich Türmodus standardmäßig wieder auf entriegelt, wie sich das gehört. Und auch hier wird momentan fleißig
Einzelarbeit betrieben. Natürlich der Einzelauftrag, der sich mal wieder selber ausweist. Der Türmodus hier ebenfalls auf entriegelt. Ihr seht schon, es wächst und gedeiht langsam, aber sicher irgendwann in die Richtung, wo es hingehört. Weil das ist ein echt großer Arbeitsaufwand, diese Logistik hier hinter irgendwie in den Griff zu kriegen. Meine Güte, hier hat irgendeiner hingereiert, ich weiß auch nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. Momentan Arbeit und Freizeit läuft in den halbwegs produktiven Werkstätten, nicht produzierten Werkstätten. Wir haben einen leichten Überschuss im Laden momentan, weil das der einzige Laden ist, den wir zurzeit zur Verfügung haben. Wie gesagt, der wird hier oben nochmal eingebaut, dann dürfen wir eigentlich dieses technische Problem nicht mehr haben. Und ich denke, dann werden wir ein bisschen Fortschritt erfahren können. Hier oben ist eine Tür bereits eingebaut, finde ich auch sehr schön, dass wir da auch in diese Richtung, weiter in die richtige Richtung rücken. Hier vorne werden die Türen natürlich standardmäßig auf offen stehen. Auch das ist logisch, weil hier geht es ja schlichtweg nur darum, dass das funktioniert. So, Stromversorgung für unsere technische Versorgung hier. Wie sieht das aus? Hier vorne, die Kabel kommen auf jeden Fall raus. Die Kabel kommen raus, das Kabel kommt raus, das Kabel, das Kabel, das Kabel. Das Kabel, das Kabel und das Kabel kommen raus. Und dann werden wir die hier vermutlich auf diesen beiden Wegen hier verbinden. Das habe ich mir gemerkt. Und danach wird da unten ein durchgehendes Kabel gezogen. Also dort. Das heißt, da wird dann nochmal verbunden. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich eine recht gute Organisationsstruktur hier hinter schon gefunden. Damit ist die Küche danach arbeitsfähig, was sie ja jetzt langsam wird. Aber wir haben leider Gottes noch keine Heizung in diesem Gebäude. Das heißt, solange wir noch keine Heizung haben, können wir hier auch noch keine Gefangenen reinsetzen. Das ist doch ein bisschen heikel. Na, also das könnte dann schnell zu einem Problem führen und das wollen wir nicht. Ich habe übrigens nach euren Kommentaren noch einmal Ausschau nach meinen beiden speziellen Experten gesucht, die im normalen Sicherheitstrakt noch hätten drin sein sollen. Ich habe sie dann mittlerweile entsorgt, beziehungsweise dann entsprechend entsorgen können. So, wie sieht es hier unten mit der Stromversorgung aus? Wir müssen diesen unteren Abschnitt bis zur Grenze dieses Mastens dort, beziehungsweise bis zur Grenze hier oben, separat mit Strom versorgen. Das können wir aber momentan noch nicht leisten. Die innere Versorgung übernimmt komplett der alte Trakt oder der neue Trakt, beziehungsweise die neue Stromversorgung. Danach stelle ich mir die Frage nach den Kaltwasseranschlüssen, die wir haben. Hier gehen einmal Kaltwasserkabel hoch und runter. Das ist logisch für mich. Das können wir schon mal eben einbauen, diese beiden Rohrleitungen. Das wäre schon mal wichtig. Und danach kommen wir in den Genuss von Warmwasserleitungen, der nervigen kleinen Ärgernissen, die wir hier dummerweise führen müssen. Die geht einmal in einem großen Bogen komplett ums komplette Gebäude rum. Die Abstecher hier unten müssen wir noch nicht bauen. Es geht in erster Linie darum, dass dann hier ein Kabel durchgeht, wollte ich sagen. So, das kann schon mal gebaut werden. Und selbstverständlich geht es hier vorne darum, einmal so und dann macht es einen Zickzack und dann geht es an dieser Wand entlang. Also immer an der Wand entlang, auf Höhe des Wasserkabels abbiegen und dann. Okay, das kann ich mir vielleicht noch gerade so merken. Einmal hier entlang, da entlang, dann hier auf der Höhe des Wasserkabels, dann hier auf der Höhe des Kaltwasserkabels, dann runter bis da unten hin. Auch das habe ich mir gemerkt und danach in einem Loop ums gesamte Gebäude rum. Das habe ich mir auch gemerkt. Ich glaube, mit diesem Arbeitsaufwand werden wir irgendwann in der Lage sein, das Ganze zu betreiben. Ich glaube, die sind auch miteinander verbunden, genauso wie diese Kabel natürlich miteinander verbunden sind, ne? Dann haben wir eigentlich das Warmwassernetz schon mal funktionsfähig. Genau, so sieht das aus. Hier vorne, die sind sogar auch nochmal miteinander verbunden, aber hier nicht. Und da sind sie auch nicht miteinander verbunden. Ah, schau einer an. Das heißt, hier oben dieses Stückchen Rohrleitung wird nicht... Wird nicht eingebaut. Also es wird nur bis dahin und dann wird es natürlich da unten dran angeschlossen und dahin. Und dann geht es da unten dran an. Und hier stelle ich mir übrigens gerade ernsthaft mal die Frage, wie ich die angeschlossen habe. Da habe ich eine durchgehende Verbindung gebaut. Ah, okay, auf Höhe dieser Wasserboiler. Okay, macht Sinn. Ja, und die sind dann wieder an die Wasserboiler angeschlossen, richtig? Ja, okay. Ja, perfekt. Das heißt, wir haben dann schon mal diese Grundlage dafür auch schon mal gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich hier vorne irgendwo Heizung vergessen habe. Ich habe definitiv Heizung vergessen. Ich weiß, da oben prügelt sich gerade einer. Da an die Stelle kommen Heizungen. Die habe ich nicht eingebaut. Die müssten noch nachgebessert werden. Ja, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn mit dir? Extrem launisch. Ja gut, der kann schon mal schlechte Laune haben. Das kann passieren. Taschendieb. Ja, auch der Experte ist natürlich wieder da. Mittlerweile sortieren wir ja die Identitätsdiebe auch bei der Einlieferung aus. Kann aber, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, bis wir die nächste Einlieferung hinbekommen. Meine Güte, die Ruckler in diesem Spiel werden auch ein bisschen heftiger heute. Könnte aber auch am Rechner liegen. Der hat heute irgendwie keine Lust zu irgendwas. Ich habe gerade eben viele Cinematics für City Skylines aufnehmen müssen. Da ist einiges an Datenlast angefallen. War auch mal wieder wunderschön. Ich glaube, da ist einiges auf der Festplatte geschrieben werden muss. Ich glaube, ich muss dann auch irgendwann mal wieder die
Grundfunktion herstellen. Das heißt, ich muss irgendwann mal wieder Windows komplett deinstallieren und nochmal neu installieren. Ist auch eine wunderschöne Arbeit, vor allen Dingen mit City Skylines, mit Mods und Funktionierenden. Das wird immer eine sehr schwierige Aufgabe werden. Gut, was haben wir hier? Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was verkauft. Das ist schon mal gut. Wir haben ein bisschen Geld wieder da. Ach, welcher Kurzschluss ist es jetzt wieder? Ich krieg mittlerweile echt Kopfschmerzen. Welcher Kurzschluss? Warum? Warum? Ach so, weil er da oben den Warmwasserboiler noch mitversorgen muss. Ich möchte irgendwo reinbeißen. Ich weiß noch nicht so ganz wo. Warum bist du mit diesem Netz jetzt überfordert und der hier unten nicht? Liegt es wirklich nur an diesem einen scheiß Warmwasserboiler? Ich kann nicht wahr sein, ey. Ja, wir müssen hier oben mal ein bisschen... Okay, wir machen es mal ein bisschen anders. Ich mache jetzt mal Party Hard hier. Alles oberhalb dieser Linie hier wird komplett abgerissen. Ich kann es nicht mehr sehen. Alles raus. Alles raus, 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 raus. Und genauso wie das rauskommt und das rauskommt. Und danach machen wir das beides auf dieser Seite nochmal neu. Und das gleiche Prinzip gilt für hier oben. Einmal alles raus, 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 raus und raus. Ich weiß, ich kann vermutlich den Großteil davon stehen lassen. Interessiert mich aber nicht. Woher kriegen wir eigentlich da den Strom? Achso, von dem separaten Generator. Den können wir natürlich auch schon mal bauen. Da brauchen wir eigentlich auch nicht drüber zu reden. Der kann hier auch schon mal problemlos eingebaut werden. Das heißt, hier müsste der irgendwo hin. Und dann kommen da Kondensatoren rum. Ich weiß auch nicht, wie viele. Irgendwie alle, die gehen. Ja, genau. Plus halt den einen, der in der Ecke nicht hinkommen kann. So. Und dann können wir hier auch eine Stromversorgung nach da legen. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, hier oben eine Stromversorgung hochzulegen. Weil eigentlich ist unser Personal dazu ja in der Lage. So, jetzt, ich glaube, bis dahin ziehen wir so auf jeden Fall die Stromversorgung. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier runtergehen. Das habe ich irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf. Da geht es auf jeden Fall her, da geht es auf jeden Fall her, da geht es auf jeden Fall her. Diese Stromversorgungslinien kennen wir ja schon. Und dann geht es hier vorne runter, bis dahin oder so. Ich weiß nicht, wie weit. Müssen wir später nochmal gucken. Und da oben weiß ich jetzt natürlich gerade nicht, wie wir das gelöst haben. Da gehen die tatsächlich in diese Engpass-Situation. Also die gehen zweimal zusammen. Okay, das heißt einmal... darunter, darunter und da hoch. Und auf der unteren Seite führen die alle auf diesem Weg wieder hoch. Da gibt es trotzdem die Verbindung und dann geht es in diesen komischen Verteiler da rein. Okay, das kriege ich gerade noch so hin. Das heißt, auch hier geht es erstmal zwei runter. Nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, 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 nach da, da und da. Ja, okay. So, diese Stromversorgung, die kann auf jeden Fall schon mal gebaut werden. Und wenn das dann da abgerissen ist, können wir uns auf jeden Fall auch darum kümmern, dass das dann irgendwann funktioniert wieder. Momentan duschen unsere Gefangenen leider Gottes ein bisschen kalt. Das wollen wir ja nicht riskieren. Doch, die duschen hier vorne noch warm. Die kriegen noch warm Wasser von hier vorne von der Einspeisung. Oder auch nicht. Die kriegen irgendwoher warm Wasser, ich weiß nicht woher. Gut, es ist aber alles im Bau. Also hier vorne, das ist übrigens immer noch nur für Personal, für den Fall, dass das Spiel da schon wieder vergessen haben sollte. Und ich habe die Hoffnung, dass sich hier oben jemand schon drum kümmert. Ja, hier vorne wird auch fleißig schon abgerissen. Das heißt, wenn wir diese Stromversorgung, diese Versorgungsleitung dann gleich irgendwann wieder im Griff haben, da unten gab es gerade eine kleine Schlägerei, kann ja auch die Warmwasserleitung und die Kaltwasserleitung zumindest schon mal wieder angeschlossen werden. Ich räume jetzt einmal alles auf, damit wir die Stromversorgung gescheit teilen können. Das ist eigentlich der Gedankengang. Und da können wir eigentlich auch schon nachgucken nach. Wie haben wir die denn da unten geteilt? Wo teilt die sich denn? Die endet auf Höhe der letzten, des letzten Trakts, ne? Und auf Höhe der letzten Dingel hier. Das heißt, das Ding und das Ding, die beiden können auf jeden Fall auch noch mit raus. Und danach wird die Stromversorgung darüber wieder in Angriff genommen. Das ist ein sinnvoller Plan. Okay. Gut, alles raus bitte. Einmal irgendwie aufräumen, damit das irgendwann mal wieder funktioniert. Das wäre ganz wundervoll. Und das darunter natürlich auch, wie gesagt, hat er ja gerade feststellen dürfen. Es ist eine ärgerliche Arbeit, ich weiß. Es ist nicht wirklich schön. Es ist aber auch der einzige letzte Trakt in der Größenordnung, den wir so planen. Das heißt, es ist hoffentlich in Ordnung, wenn wir das als einmal nochmal machen müssen. Auch da kann wieder die Rohrleitung hin. Einmal wieder Wasserleitung holen. Und dann müsste hier vorne der Warmwasserboiler auch wieder rein, weil den haben wir hinten auf der Seite anscheinend mit abgerissen. Und dann müssen wir hier vorne auch nochmal... nee, müssen wir nicht. Also hier ist jetzt wirklich alles abgerissen, das ist gut. Da habe ich aber ein Stückchen in der Wasserleitung vergessen, das müsste noch mit raus. Na, so, das wäre noch ganz schön. Auch hier oben bitte nicht vergessen, da wieder ein Wasserrohr hinzusetzen. Und dann ist das eigentlich alles gut. Da unten ist gerade schon wieder Party Hard, was ist da los? Was? Ja, Taschendieb wurde gerade erschossen. Ja, Jungs, was soll das denn auch? Furchtlos, Aufrührer, schlecht gelaunt. Ist hier noch irgend so ein Experte bei oder sowas? Nee, ne? Eigentlich sind die nur, war da nur Aufrührer, ja. Das kann schon mal passieren, dass da jemand sich dann doch ein bisschen daneben benimmt. Gut, haben wir noch irgendwas verdeppert? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte natürlich trotzdem nochmal eben schauen, wie die Stromversorgung dann aussehen soll hinterher. Wir haben dort eine Querverbindung und von dieser Querverbindung geht die Stromversorgung ab. Warum auch immer die hier vorne
über die beiden Teile drüber geht. Das ist mir nicht logisch erklärbar. Aber sie ist da und ich habe keinen Bock, sie auszubauen. Das heißt, wir bauen dort dann die Stromversorgung tatsächlich auf. Das heißt, für mich kommt da eine Querverbindung hin, die führt da runter. Die hat da und da aus irgendwelchen Gründen. Hauptsache, ich muss da nicht irgendwas noch reparieren hinterher. Und das gleiche Prinzip gilt hier oben für. Das heißt, wir haben hier eine Stromversorgung, wir haben hier eine Stromversorgung, wir haben hier eine Stromversorgung, die das Ding dann wieder verbindet. So, und dann kommt von dort die Kaltwasserleitung groß wieder dran. Dann kommt da die Kaltwasserleitung groß wieder dran. Und dann können wir hier eigentlich mittlerweile mal sagen, dass wir das planieren können. Ja, können wir. Dann kommt das auch da hier vielleicht schon mal bitte eben wieder weg. Das wäre ganz schön. Vermutlich reißt er jetzt trotzdem wieder unterirdisch alle Leitungen mit ab. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht. Nein, tut er nicht. Alles gut. Nur mal eben den Müll schon mal abreißen. Ne? Also dann haben wir hier schon mal den letzten Abriss zur Verfügung. Und die Hoffnung ist, dass wir dann morgen früh das Frühstück in der neuen Kantine schon machen können, weil wir dann die Stromversorgung wieder haben, die dahin gehört. Der Generator kommt wieder allerdings ein. Der ist jetzt nur zur Deko aus momentan. So, da können die Türen auf offen stehen. Da kann die Tür auf offen stehen. Da kann die Tür auf offen stehen. Das wäre auch schon mal Vereinfachung der ganzen Sache. Und dann scheint das Ganze im Großen und Ganzen Fortschritt anzunehmen. Selbstverständlich schauen wir nochmal eben nach, ob das jetzt vom Untergrund her tatsächlich passt. Das scheint zu passen. Wir haben hier aus irgendwelchen Gründen immer noch diesen Knick in der Optik für diese Warmwasserleitung. Ich weiß nicht, warum ich den gebaut habe. Keine Ahnung. Aber er ist da. Also muss ich mich da irgendwie dran halten. Der Warmwasserboom hier vorne, der wird dann halt eben auf der Stromkabelseite gehen und dann dort in die nächste Zelle reinführen. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf der Stromkabelseite sozusagen den Warmwasserbereich, beziehungsweise der hier geht natürlich weiter hoch irgendwie da in die Richtung, dann geht hier der Stromkabel und dann geht der dorthin. So, das macht nicht unbedingt Sinn, ist aber so. Und hier vorne geht er natürlich auch weiter. Und dann machen wir das hier vorne natürlich gleich auch mit fertig. Das heißt, da geht Warmwasser hin, da geht Warmwasser hin. Dann geht von da Warmwasser hin und dann geht da Warmwasser hin. Anschluss an die Zelle. So wie es sein soll. Ich denke, dann haben wir auch ein halbwegs zuverlässiges System, was das angeht. Sehr gut. Fehlt natürlich noch die Stromversorgung für die Innenbereiche. Da ist ein großer Loop gefragt. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Selbstverständlich, für die Innenbereiche, genau, richtig, da war was. Einmal gucken, wie wir das da unten gemacht haben. Geht komplett drüber einfach. Okay, und dann da oben in diese Linie mit rein. Schön, das heißt, wir haben jetzt hier vorne einmal eine Stromversorgung, die da runterführt, die da runterführt, die da hochführt, die da hochführt, die da runterführt, die da hochführt, die da hochführt, die da hochführt. Und natürlich die Frage, ich denke mal, die sind auf dieser beiden Seiten miteinander verbunden. So werde ich das wohl gebaut haben. Und da unten haben wir dann wieder dieses Chaos, das wir immer haben, mit diesen Warmwasserboilern, die dann wieder in die Elektrik mit einspeisen. Das heißt, da vorne kommt ein Warmwasserboiler hin, da kommt ein Warmwasserboiler hin. Und natürlich wieder Zaun und Zaun und Tür, die zum Zaun aufgeht. Natürlich, nachdem wir den Boden dorthin gebaut haben. Wo ist die Tür, die zum Zaun aufgeht? Da ist die Tür und da ist die Tür und da kommen Lampen drauf. Und gut ist. Na, dann haben wir hier halt wieder dieses Stromkabelwirrwarr aus Gründen und dann ist aber auch gut. Das heißt, wir haben dann die entsprechende Stromversorgung fertig. Finde ich gut. Dann ist der neue Trakt schon mal stromversorgungstechnisch angeschlossen. Das ist schon mal gar nicht mal so falsch. Dann kriegen wir hier hoffentlich irgendwann die entsprechende Situation fertig und können dann morgen früh diese Kantine auch zur Benutzung freigeben. Selbstverständlich nur die Kantine, alles andere bleibt in Hand des Personals. Bis wir halt eben alles soweit fertig gebaut haben, wie es sich gehört. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke ich euch natürlich wie üblich vielmals fürs Zuschauen. Ihr kennt das ja schon. Wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist der Freitag der 30. mittlerweile. Das heißt, wir sind kurz vorm ersten Advent und kurz vor Dezember. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!